Also ich komme von Kanton Bern, also genauer von Attisil, das ist zwischen Solothurn und Bern, so ein kleines Dörfli. Und ich bin durch meine Mutter auf Massvoll gekommen, sie hat mir es empfohlen, also weil ich eben eine Arbeit geschrieben habe und weil ich auch die Corona-Massnahmen einfach nicht angemessen finde und gerne möchte, dass sich etwas ändert. Jetzt bin ich 21 und ich habe vor einem Semester, also vor einem halben Jahr, angefangen zu studieren an der Universität Bern. Und ich studiere Philosophie im Hauptfach und im Nebenfach Biologie. Ich habe ein Pro-Seminar besucht, Wissenschaft und Werte, wo es darum geht, wo man sich damit befasst, dass eigentlich Wissenschaft immer von Werten beeinflusst ist. Und wir haben dort verschiedene Texte gelesen und am Schluss von dem Pro-Seminar muss man immer eine Arbeit schreiben. Und nachher hat mir die Dozentin eigentlich gesagt, so, für die Suche vom Thema hat sie mir so den Tipp gegeben, man soll halt etwas nehmen, was einen beschäftigt, was man irgendwie immer im Kopf hat, wenn man das liest oder darüber etwas hört oder eben die Texte liest. Und ich habe einfach immer im Kopf gehabt, was bedeutet das jetzt, was ich dort gelernt habe für die Situation, die wir jetzt gerade haben, eben für Corona und für die Wissenschaftler eigentlich, die jetzt gerade die Situation prägen. Das induktive Risiko bei den PCR-Tests in der Corona-Pandemie. Und das induktive Risiko beschreibt eigentlich das Risiko, das besteht, wenn Wissenschaftler Hypothesen aufstellen oder eben Tests machen, dass sie beim Sammeln von der Daten, bei der Methodenwahl oder dann auch beim Interpretieren oder Analysieren von der Daten können falsch liegen und Fehlentscheidungen können treffen können. Und eben diese Fehler oder die Fehlentscheidungen repräsentieren dann das induktive Risiko eigentlich. Also ich habe halt so gedacht, ich würde gerne irgendwie, dass sich das ändert. Und also eben das Ganze mit den Massnahmen und die ganzen Einschränkungen und so. Und darum habe ich gefunden, PCR-Tests sind halt so wie die Grundlage von dem Ganzen. Und sie brauchen die dann für die Statistiken und die Statistiken brauchen sie für die Massnahmen. Und darum habe ich gefunden, ich würde gerne schauen, was dort eben alles schieflaufen könnte, um aufzuzeigen, dass man sich vielleicht eben nicht voll und ganz einfach auf die Statistiken sollte oder kann verlassen. Also jetzt zum Beispiel beim Sammeln von den Daten, es gibt halt ganz viele verschiedene mögliche Fehlerquellen. Zum Beispiel der Entnahmeort spielt eine Rolle, also wie weit dass man reingeht mit dem Stäbli für die Probe zu entnehmen. Es spielt eine Rolle, wenn das Probe entnommen wird, also ist es am Anfang vor Erkrankung oder erst später. Dann spielt es eine Rolle, wie die Probe transportiert wird, wie sie gelagert wird. Und einfach dort gibt es mega viele Fehlerquellen, die dann dazu führen können, dass einfach die Statistik oder eben die Zahlen, die dann in den Statistiken stehen, nicht stimmen oder nicht das aussagen oder vor allem nicht über das Risiko aussagen, das für die öffentliche Gesundheit besteht eigentlich. Also es gibt ganz viele Wissenschaftler, auch andere, die vielleicht jetzt eben nicht voll in dem Corona, also in der Corona-Taskforce sind oder so, sondern andere, die sagen, dass eben PCR-Tests eine grosse Fehlerquelle haben, selbst auf der WHO-Seite, Webseite steht, dass PCR-Tests nicht eine Diagnose sind, also sie sind nur Hilfe zur Diagnose und sie können allein nicht als Diagnose gebraucht werden, also allein sagen sie eigentlich nichts aus. Und es ist immer wichtig, dass man die Hintergrundinformationen dazu hat, wie zum Beispiel, wo hat sich die Person aufgehalten, was hat sie für Kontakte gehabt. Das Problem ist halt, Kommunikation ist sehr wichtig, so vom Patient zum Arzt, zum Labor. Und ich finde einfach, das kann ja nicht gewährleistet sein. Weil, also, die WHO sagt ganz klar auf ihrer Webseite, dass PCR-Tests nur mit Hilfe von Vortestwahrscheinlichkeit und eben von diesen Hintergrundinformationen können analysiert und interpretiert werden. Und das ist aus meiner Sicht nicht gegeben. Oder weil es zu wenig genau erfasst worden ist oder kann erfasst werden oder weil die Informationen zu wenig genau weitergegeben werden können. Und es kommt ja immer darauf an, wie man fragt als Arzt zum Beispiel den Patienten. Der weiß ja vielleicht nicht genau, was der Arzt braucht. Und je nachdem sagen sie dann vielleicht nicht alles oder, nicht da, nicht, oder wissen gar nicht, es kommt gar nicht in den Sinn, was jetzt relevant wäre noch. Und darum habe ich das Gefühl, es ist unmöglich, dass das gewährleistet ist, dass das richtig kann interpretiert werden. Und darum sind auch die Statistiken halt schlussendlich verfälscht.
Und ich denke, was auch ein grosses Problem ist bei der Statistik ist, dass so die Kategorien, also es gibt Kategorie Infizierte, es gibt Kategorie Tote, aber es gibt nicht, also in diesen Kategorien steht dann nicht, ja, infiziert heisst nicht krank, infiziert heisst auch nicht, dass sie infektiös sind, infiziert heisst einfach, der PCR-Test hat Viren bei dieser Person gefunden, also Viren detektiert, es können tote Virenbruchstücke sein, die Person kann auch gar nicht mehr infektiös sein. Und eben auch das mit dem Tod ist auch schwierig. Und dort ist immer, es steht immer mit oder an Corona gestorben. Und es ist nie ganz klar, ist es jetzt mit dem Virus gewesen oder ist es wegen dem Virus gewesen? Also ist der Virus wirklich Todesursache? Oder ist er einfach dazugekommen zu anderen Beschwerden oder zum höheren Alter, ja, wo einfach halt schlussendlich auch irgendwann ja, zum Tod führt? Eben, ich habe viel recherchiert. Ich habe halt auch Zeugs mitbekommen aus meinem Umfeld, von Kollegen, die in einem Spital arbeiten oder so. Und ich bin schlussendlich echt zum Fazit gekommen, dass in diesem Chaos, bei den vielen Tests, die sie machen pro Tag, dass das einfach eben nicht gewährleistet sein kann, dass sie die richtig können interpretieren und analysieren und dass man durch das viele Testen wahrscheinlich dann einfach eine Statistik hat, die viel zu viele Infizierte anzeigt, die zu viel Angst macht auch. Wo dann also das Risiko für die öffentliche Gesundheit irgendwie gross wirkt, aber wo in der Tatsache eigentlich gar nicht so ist. Also, sie hat mir eben gesagt, für eine wissenschaftliche Arbeit konnte ich noch zu wenig Beweise liefern in dieser Arbeit. Das liegt auch daran, dass ich erst im ersten Semester studiert habe und halt noch nicht so viel Erfahrung habe mit dem Verfassen von wissenschaftlichen Arbeiten. Und dass ich halt wie zu viele Behauptungen aufgestellt habe. Aber meine Meinung dazu ist eben so ein bisschen, also ich habe selber Erfahrungen, weil ich lange in einer Klinik gearbeitet habe, eine Pferdeklinik. Also aus der Berufswelt, wo ich einfach mitbekommen habe, dass Kommunikation unter Menschen ist allgemein überall immer ein Problem, dass man lange nicht richtig versteht. Und darum bin ich echt davon überzeugt, dass das nicht eine Behauptung ist, dass Kommunikation von diesen eben Vortestwahrscheinlichkeiten und Hintergrundinformationen nicht gewährleistet kann sein oder muss sicher nicht so gewährleistet ist, dass eben dann Daten gut interpretiert werden können. Und ich werde es dann nochmal überarbeiten und darf es ihr dann auch nochmal abgeben, wo ich eben die Möglichkeit habe, das zu verbessern. Das hat sie mir jetzt konkret noch nicht gesagt. Nein, sie hat eben, sie hat wirklich gesagt, ich habe zu viele Behauptungen, zu wenig Beweise für eine wissenschaftliche Arbeit, aber was genau das Behauptungen sind oder sollten sie, hat sie nicht können anmerken noch bis jetzt. Also es ist halt auch schwierig, weil es einfach ein Bogen ist, wo schriftlich Bewertung drin ist, halt mehr auch stichwortartig. Und es ist eben gedacht, dass man es dann noch bespricht und so, und eben für das habe ich jetzt noch, bis jetzt noch keine Zeit gehabt. Genau, ja, also das kommt in meiner Arbeit auch vor. Mhm. Und zwar ist beim CT-Wert, das ist eigentlich die Anzahl Durchläufe, wo PCR gemacht wird, bis man den Virus kann detektieren eigentlich kann, feststellen. Und je höher der CT-Wert ist, eigentlich, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht mit dem Virus infiziert ist. Aber das Problem ist, je länger die PCR läuft, desto anfälliger wird sie für Fehler auch. Also das habe ich aus einem wissenschaftlichen Buch von Biologen, also die das wirklich belegt haben. Quellen kann man sonst später noch angeben. Mhm. Und das Problem ist eben, dass sich auch die Wissenschaftler nicht einig sind, ab welchem CT-Wert ist man denn positiv, ab welchem CT-Wert ist man eben nicht mehr positiv oder ist man negativ. Der CT-Wert von 30 heisst in verschiedenen Laboren nicht das gleiche. Und darum haben sie es dann in die Virenlast umgerechnet eigentlich und haben dann so ein bisschen wollen, wie Eichen sozusagen, die Geräte, dass sie eigentlich gleich sind. Und das Problem ist, die Virenlast heisst eben auch nicht, dass es so viele Viren, wie es im Blut hat beim Patienten. Das bedeutet dann eben auch nicht, dass wenn die hoch ist, dass man wegen dem infektiös muss sein, weil es kann auch tote Virenbruchstücke anzeigen. Also solche, die nicht mehr aktiv sind, die inaktiv sind. Und durch das ist der Wert dann hoch, aber der Patient selber ist vielleicht gar nicht mehr infektiös. Also das ist wie wissenschaftlich, sie sich dort gar nicht einig, ab wann ist man infektiös, ab wann ist es gefährlich, ab wann nicht. Und darum müssen sie dort wie etwas einfach festsetzen, was sie eben selber eigentlich ja, gar nicht klar wissen, wo das hingehört. Ja, jetzt im Moment sind es eben die vom Robert-Koch-Institut federführend sind, wie Christian Drosten,
Oder eben einfach die vor Corona-Task, also nein, vor Corona-Task, vor die, die PCR-Tests machen, eben so die federführenden. Aber eigentlich finde ich, sollten eben dort auch andere einbezogen werden, die vielleicht andere Meinung haben, wie ein Professor Dr. Sucharit Bhakti, der sagt ganz klar, er ist nicht dafür, dass man so testen so viel, eben bei den Tests so viele Fehler können passieren und die dann eigentlich schlussendlich gar nicht aussagen. Und wichtig ist eigentlich, ich denke, man kommt der Wahrheit viel näher, wenn man verschiedene Meinungen drin hat. Also wenn man auch Meinungen hat, die eben nicht in das Bild passen, das wir jetzt gerade vorherrschend haben. Also wenn eben auch diese Leute am wissenschaftlichen Prozess würden teilnehmen und würden helfen, eben Entscheidungen zu treffen, wie jetzt der CT-Wert müsste festgelegt werden. Oder wenn man positiv ist, wie man so weiter vorgehen und so. Mhm. Ja.